Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Show. Heute ist Doom angesagt, eine richtig, richtig gutes Spiel. Also ist meine Meinung. Ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall jetzt die Kampagne spielen. Wundert euch nicht, ich habe die Kampagne schon angefangen. Ja, ich werde auch nicht die komplette Kampagne spielen, sondern ich werde nur wahrscheinlich das erste Kapitel oder so spielen. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß. Ich werde jetzt starten. Ich habe schon die Kampagne angefangen. Ich werde einen neuen Speicherstand nehmen und die Kampagne nochmal neu anfangen. So, wir starten. So. Also, Kampagne starten. Dann gehen wir natürlich auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad. Ich weiß, die meisten sagen jetzt warum. Aber... Ja, es kommt gleich eine Cutscene, nehme ich mal an. So, die Ladezeiten sind natürlich ein bisschen länger, aber dafür ist es ein richtig geiles Spiel. Wirklich gut. Ja, aber macht euer eigenes Urteil. So. Es geht jetzt los. Sie sind wild, brutal. Unerbittlich, ohne Gnade. Aber du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. So, es geht auch schon los. Das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt hier, weil ich... Na. Auf die Dach. So. Los geht's. Wir werden uns darum kümmern. Okay. Ich nehme an, sie meint mich. Okay, gut, dann wollen wir mal unser Teil hier holen. So. Die Ursache für die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der Resop-Satellit wieder online ist. Okay, dann sag ich mal so. Der wollte jetzt nicht, dass ihm geholfen wird. Aber mal schauen. Also wie gesagt, es ist ein sehr brutales Spiel. Das kann ich euch schon mal sagen. Also gut, wer schwache Nerven hat, der sollte jetzt nicht... Erstmal hier so ein bisschen aufräumen.
So, jetzt geht's los. Oh, unsere erste Waffe. Die ist natürlich die beste von allen, finde ich. So. So, los geht's. So. Ah ja, okay, jetzt geht's da weiter. Alles klar. Dann wird das natürlich nicht einfach. Jetzt so ein bisschen hier aufräumen werden. Also ich würde euch immer empfehlen, mit Special Moves die Gegner zu töten, weil ihr kriegt da Energie zurück. Zwar jetzt nicht so viel, es kommt darauf an, was für einen Gegner ihr habt. Zur gleichen Zeit kriegt ihr auch Munition. Das ist schon mal eine gute Sache. So, jetzt wird's heftig. So. Und jetzt erstmal. So, der andere ist hier. Moment. Erstmal gucken, wer überhaupt wo ist. Alles klar. Nein. Also ich finde die Musik auch richtig cool. Ja, das Problem ist, ich habe einfach kein Aim. Ist gerade ziemlich schlecht. So. So, das ist Schild. Das grüne ist Schild. Das blaue ist unser Leben. Ein bisschen ungewohnt, aber auf jeden Fall ein lustiges Game. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir die ganzen Gegner hier so ein bisschen pullen. Alles klar. So, jetzt holen wir uns erstmal den hier. Wo ist der andere hingelaufen? Moment. So. So. Wenn ihr dort oben immer so ein kleines rotes Zeichen seht, das heißt, dass das Spiel gespeichert wird, hättet ihr euch sicherlich denken können. Aber das ist auch gleichzeitig das Zeichen, dass nichts mehr weiterkommt. Also keine Gegner oder so. Das ist immer sehr erleichtert, wenn man das gerade sieht. Gut, okay, dann gehen wir jetzt nochmal rum wegen Munition. Also da jetzt noch ein bisschen. Ah, Munition, boah, kriegen wir noch unterwegs noch genug. So. Er darf diesen Ort nicht verlassen. Er würde alles ruinieren. Ah, alles klar. So, los geht's. Okay, erstmal drücken. Erstmal drücken. Ich bin bereit, die Verantwortung für die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an dieser Welt ausschließlich auf dem alten Plan der Menschheit eine bessere Zukunft geben zu können. Natürlich ist jetzt alles aus der Kontrolle geraten, ja. Aber es war das Risiko wert, das versichere ich. So, und das Spiel beginnt jetzt regulär. Das war jetzt so ein kleiner Hingucker. So, mit dieser Taste können wir natürlich sehen, was wir alles erreicht haben. Missionen, Karte, und dann können wir natürlich auch später die Skillpunkte, das, was wir jetzt noch nicht freigeschaltet haben, machen. Ah, das machen wir jetzt, aktivieren wir jetzt mal alles, das wir es mal sehen. Ja, genau. Gut, legen wir los. Hauen wir rein, lassen wir den Kampf beginnen, würde ich mal sagen. Holen wir uns erstmal ein bisschen Energie zurück. Ein bisschen Schild, besser gesagt. So.
Hallo, willkommen, Mann. Ich hoffe, du hast Spaß dran, jetzt mir hier zuzuschauen bei dem Let's Show. Ja, wie gesagt, ist ein lustiges Game. Ich weiß jetzt nicht, ob der Game-Sound zu laut ist. Ich habe da gar keine Ahnung, weil ich habe ja ein Game-Headset auf. Also der Sound ist richtig heftig. Gut, dann gehen wir mal runter. Hui, zack. So, legen wir los, würde ich sagen. So, die kommen natürlich jetzt von allen Seiten. Zack. So, den nächsten holen wir uns auch. Und den nächsten auch. So, Energie haben wir genug. Aber Schild können wir noch gebrauchen. Ja, können wir nachher machen. So. So. Oh, wie er versucht hat, mich zu holen. Da, hast du das gesehen oder habt ihr das gesehen? Alles klar. Moment, ich muss erstmal ganz kurz safe sein. Dann kann ich das gerne machen. Nein. Ich mach mal den Game Sound etwas leiser. Ganz kurz. Ich hoffe, dass mich jetzt hier keiner holt. So, Einstellung. Audio. Gesamtlautstärke. So, ich mach das mal so. Ist besser? Ich hoffe, dass es besser ist. Ah, so ist besser eigentlich. So müsste es eigentlich gehen. Ja. Der hat seinen Fuß gefressen, würde ich mal sagen. Okay. Der hat wirklich seinen Fuß gefressen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo pimmelt der rum. Ah, okay, der kommt von da. Und tschüss. Ups. Ah, da habe ich mir schon gedacht. Ja, das Problem ist, ich höre das immer ziemlich laut, weil, ja, ich genieße einfach den Sound. Das ist wirklich heftig. Ups. Ah, schade. Ich wollte ihn mit einem Special töten. Gut, ich glaube, das war's jetzt. Dann müssen wir jetzt weitergehen. Also ihr müsst euch nicht wundern, ich habe das Game schon mal gespielt. Was? Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber... So, ihr seht jetzt hier oben... Hier oben ist eine Puppe, die könnt ihr während des Spiels einsammeln. Da kriegt ihr, aber ich komme da jetzt natürlich nicht hoch, weil ich ja keine Geschwindigkeit habe. Deswegen gehen wir jetzt mal außen rum. So, ich hoffe, dass wir es jetzt hier hinten. Nein, ja, egal, die Puppe lassen wir jetzt einfach mal da oben liegen. So, jetzt müssen wir mal überlegen, die Puppe brauchen wir jetzt wirklich nicht. Gut, dann müssen wir jetzt hier hin, genau. Der hat natürlich die Schlüsselkarte, die wir für die Tür brauchen. Gut, 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 gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Moment, was ist jetzt los? Oh, okay. Ah, da. Im Gartkurs zur Orientierung verloren. So. So. Jetzt geht's weiter. Das Metzeln hat immer noch kein Ende. Jo, wir haben unsere erste Granate gefunden. Richtig geil. So. So, also jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe das jetzt gerade eben gelesen. Oh, okay, perfekt. So. So, der ist auch weg. Ja, ich versuche jetzt mal echt... ja, halt, ach, das war jetzt Quatsch. Och, Mann. Die sind also schnell tot, das ist das Problem. Ah, okay, perfekt. Bam. So. So. Ups, da kommt schon einer. Hab ich nicht gesehen. Je weiter du weg bist mit der Pistole, mit der Schrotflinte, kannst du natürlich auch die Special Moves alle machen. Ah, schnell, 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 schnell. Da muss ich halt beeilen, solange die halt so leuchten. Ah, okay, der war jetzt sofort tot. Okay. Ah, okay, jetzt.
Jetzt habe ich den einen anschießen wollen und der andere ist gestorben. Alles klar. So. Jetzt geht's weiter. Ich muss natürlich jetzt aufpassen wegen Munition. So, perfekt, perfekt gesprungen. So, jetzt gehen wir natürlich unsere Fertigkeiten auswählen. So, was machen wir? Alles klar, schließen. Nehmen wir das hier. Hallo, willkommen in meinem Stream. Ich hoffe, du hast Spaß dran bei meinem Stream. Und wie gesagt, es wird nur ein Let's Show sein. Das heißt, ich werde nur das erste Level spielen. Also ich werde es auf keinen Fall, also nicht weiterspielen. Das würde den Rahmen sprengen. Whoop. Zack. Okay, er versucht es wirklich. So. Ah, die sind am schlimmsten, die mit dem komischen Feuerbällen. Ah, okay. Ich habe gedacht, da wäre noch einer. So. Das Problem ist einfach die Munition. Das ist wirklich das Problem. So. Na okay, da komme ich jetzt nicht hoch. Ich muss halt immer warten, bis die runtergesprungen kommen. Ja, kann ich gerne machen. Kein Problem, Mann. Kein Problem, mache ich gerne. Aber ich muss jetzt erstmal... Ich muss sagen, ich finde die Kampagne, ich will jetzt erstmal die Kampagne spielen, also den Multiplayer habe ich einmal angefangen und ich muss sagen, ich kann überhaupt nicht klar. So, ich muss jetzt erstmal Munition sammeln. So, perfekt, Mann, perfekt. So, da ist noch einer. Den holen wir uns noch. So, perfekt. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Mal sehen, was hier ist. Upp. Hier ist zum Beispiel so eine Puppe. Die können wir einsammeln. So. Gut. Alles klar, wir haben eine Puppe gefunden. So. Okay, jetzt müssen wir eigentlich genug Munition haben. Für unsere Schrotflinte. So, wir wechseln mal. Oh ja, genau, 10 Schuss, Mann. Belastend. Huch. Okay, der will mit uns Fang spielen. Kann er gerne haben. Okay, das war ein sehr kurzer Flug. So, da ist noch einer. Okay, perfekt. So. Ja, jetzt muss ich überlegen. Ah, da ist noch einer. So. So, das ist wieder das Zeichen, es kommen keine Gegner mehr. Das ist natürlich richtig gut. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich wohin komme. Ich hab's vergessen. Schon ewig lang her. Okay, das war jetzt keine gute Idee. Ich versuche jetzt einfach hier rüber zu springen. Was war denn das jetzt gerade? Leute, was war das gerade? So, perfekt. Ja, Unreal Tournament, ja, da muss ich leider sagen, also ich fand's Unreal Tournament besser, wenn ich, aber ich meine, Doom ist auch ein gutes Spiel, also ich find's, aber das Problem ist bei Unreal Tournament mit der Kampagne, da, was sollen sie machen? So, mal ganz kurz, ah, okay, da haben wir ihn, ja, blub, zack. Der wollte mal nach hinten schauen, würde ich mal sagen. Okay. Wurde er gerade von seinem eigenen Team mitgefüllt? Habt ihr das gerade gesehen? Oh, perfekt. Oh nein. Oh, habt ihr das gesehen? Ich habe mich einfach hochgesaugt. Oh, alles klar. Das ist natürlich auch eine lustige Möglichkeit, solche Klippen hochzukommen. Komm schon. Oh. Nein. Oh, ich will ihn jetzt auch nicht da oben stehen lassen. Ach Gott, egal. Scheiß drauf, ich da. Nein. Oh, schade, Mann. Ich war zu langsam. Also bei dem Spiel muss man extrem schnell sein. Das ist wirklich so. Wenn man hier nicht schnell genug ist, dann ist vorbei. So, weil später im Verlauf, ich werde das natürlich nicht spoilern, aber später im Verlauf
werden die Gegner auf jeden Fall schwerer und auf jeden Fall größer. Das kann ich euch schon mal sagen. Ach komm. Das Lustige ist, die Pistole hat unendlich Munition. Okay, das ist ein bisschen viel jetzt hier gerade, was los ist. Okay, wieder leben. Das ist natürlich richtig gut. So, hier könnt ihr natürlich richtig viel Leben sammeln, wenn es mal knapp ausgeht. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Okay, okay, okay. So. Jetzt haben wir den hier. Jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir den auch noch kriegen. Jawoll, perfekt, Mann. So, der macht natürlich richtige Probleme hier gerade. So, der ist auch weg. Da kommt schon der nächste. So, ich gucke nach. Ah, Schrotflinte, perfekt. So, der ist auch weg. Okay, das war jetzt richtig gut. Habe ich natürlich jetzt alles geholt. Wo ist denn der andere? Ah, okay, da ist er. So, der andere kommt von da. Komm runter, komm runter, komm runter. Wir warten auf dich, komm. Ah, gut, komm ich halt hoch. Zack. So, der ist auch weg. Also ich muss sagen, Doom gefällt mir jetzt auch richtig gut. Also wie lange ich schon zocke, circa, boah. Also ich sag mal so, ich habe jetzt die Kampagne schon angefangen. Ich bin so ungefähr, ja, ich würde sagen in der Mitte ungefähr. Ich will jetzt auch nicht spoilern, deswegen sage ich jetzt nicht wo genau. Aber ungefähr in der Mitte bin ich jetzt. Es ist ja jetzt hier nur ein Let's Show, um zu zeigen, so ein bisschen für die Leute, die halt wirklich am Überlegen sind, ob sich das Game holen soll oder nicht. Das ist halt immer so eine Sache, ob die jetzt, wie man sich jetzt entscheidet. Oh, geil, Mann. Okay, ah, da ist noch ein Gegner. Alles klar, mir wurde angezeigt, dass keine Gegner mehr da sind, aber... So, das war wahrscheinlich doch der letzte. So, oh, wir haben volles Leben. Richtig geile Sache. Gut, hier war doch irgendwo... Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Irgendwo ging es doch... Nee, das glaube ich, zeige ich jetzt nicht. Achso, wie lange ich noch zocke? Ah, okay. Wie gesagt, ich mach das Dings hier zu Ende. Dieses als eine Kapitel und dann soll eigentlich Schluss sein. Es ist ja nur ein Let's Show. Also es ist ja kein wirkliches Let's Play, sondern nur ein Let's Show. Also eine Stunde wird es nicht dauern. Ich denke es mal nicht. Okay, jetzt geht's weiter. So. Jetzt schauen wir mal hier lang. Willkommen bei der USC. Jetzt seit 221 Tagen ohne Unfall. So, jetzt geht's weiter. Nein, da geht's nicht. So, ich glaube, das war's schon, Leute. Wie gesagt, das Kapitel ist jetzt vorbei. Ja, ging doch schneller, als ich gedacht habe. Leider nur 23 Minuten. Ja, wie gesagt, ich nehme an, dass jetzt vorbei ist. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Einblick in das Spiel. Ich muss sagen, ich finde es gut. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Und wie gesagt, speichern und beenden. Ja, wie gesagt, ihr könnt es euch gerne holen. Wir können dann auch gerne den Multiplayer spielen. Ich kann ja noch einmal ganz kurz, bevor ich wirklich den Stream beende, ja, kann ich euch noch mal was ganz anderes zeigen. Und zwar das hier. Ja, ich mache gleich die Party. Jetzt chill mal ganz kurz. Weil ich 23 Minuten, das ist ein bisschen zu wenig, würde ich mal sagen. Ich mein, möchte auch, dass die Leute sich unterhalten fühlen. Ich meine, bringt ja nichts, wenn die Leute jetzt in 23 Minuten aufhören. Ja gut, das hier ist jetzt... auch ein lustiges, wie soll ich sagen, ein lustiges Future. Man kann seine komplette Map bauen, ja, man kann komplett alles bauen, man kann eigenen Spielmodi erschaffen, ja, man kann quasi seine eigene Kampagne zusammenbasteln. Ja, also wenn man ganz viel Zeit verbringen will in diesem Spiel, dann kann man seine eigene Kampagne zusammenbasteln. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig hammergeil. Also ich habe jetzt auch schon angefangen, so eigene Maps und so zu bauen, aber...
mir fehlt eigentlich Zeit dazu, wenn ich mich mal so richtig dran setze an das Teil, dann kann ich euch dann gerne mal so ein paar Maps und so zeigen. Also das ist gar kein Thema. Ich kann euch ja mal gerne ganz kurz, ich hoffe, dass ihr noch ein bisschen Zeit habt, wirklich ganz kurz, ich nehme an, ich mache so eine halbe Stunde, würde ich sagen, also bis 30 ist. Ich meine, der eine, der möchte unbedingt, dass ich eine Party aufmache. Ja, wie gesagt, ich möchte euch das unbedingt noch zeigen, ist auf jeden Fall ganz wichtig. So. Ja, die Ladezeiten sind natürlich extrem, das ist wirklich heftig. Aber ich meine, dafür, dass es ein gutes Game ist, wartet man gerne so ein Weilchen. Ja, da müssen wir noch ein kleines bisschen abwarten. Ja, das dauert. Ich hänge bei 93%. Ich hoffe, dass es jetzt nicht hängen geblieben ist. Nein, ich dachte schon. So. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Da. Dienst anmelden. Okay, gut. So. Wie ihr seht, mein Geld, ja, ist nicht gecheatet, sage ich euch gleich, ist nicht gecheatet. Ich spiele schon wirklich eine Weile. So, Moment, mische das zurück. Was lässt grüßen? Geht mal was? LOL? Gatao lässt grüßen? Achso, Party. Ich habe gerade passiv gelesen. Ich wollte gerade sagen, du hast mich jetzt echt passiv genannt. So, nee, wie gesagt, ich zeige euch mal ganz kurz meine Karten. Also die habe ich jetzt ein bisschen... Ich mache jetzt mal einfach Überleben. Ich glaube, das ist das. Oder Fun? Ist das Fun? Nee. Überleben. Ich probiere es einfach mal. So, also das ist ein selbst erstelltes Teil. Also eine selbst erstellte Karte. Ja, ich kann euch dann noch später, doch ganz kurz, ich will jetzt auch nicht unter Stress stehen. Wie gesagt, ich kann euch nochmal kurz zeigen, wie das funktioniert mit dem Editor. Ja, also ganz kurz, ich will jetzt nicht ausführlich da stundenlang drüber labern, aber das ist jetzt eine selbst erstellte Map. Was ist das? Ladezeiten. Nee. Ja, gut, die Ladezeiten sind natürlich extrem lang, aber wenn man sich so überlegt, was für Daten und was alles einem geboten wird, ich zeige euch das nachher, also es ist richtig, richtig heftig. Also da nehme ich gerne ein paar Ladezeiten in Kauf. Ja, ich kann mich da erinnern, damals, wie ich das erste Mal World of Warcraft gespielt habe, ich habe das auf einem wirklich komischen PC gespielt, also der war wirklich lahm. Der war wirklich heftig. So, wie gesagt, er startet Partie. Es geht jetzt los. So, es geht los, würde ich mal sagen. So. Jetzt kommen natürlich die ersten Monster. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Ich darf natürlich jetzt kein Leben verlieren. Wow. Okay, das ist ja noch ziemlich einfach. So. So, das sind jetzt die Wellen, die jetzt hier kommen. So. So, der ist weg. Jetzt geht das natürlich immer so weiter. Ja, man kriegt halt jetzt extrem Punkte. Wie gesagt, das ist alles selbst eingestellt. Ja, das ist alles wirklich selbst eingestellt. So, aber ich kann euch jetzt nochmal noch was... Okay, geht's jetzt weiter? Ja, okay, es ist... Ich habe aber was Falsches eingestellt. Okay, da muss man jetzt natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht versehentlich verreckt. Ja, man kann jetzt hier eh übelst viel Schild sammeln. Das spawnt ja immer wieder. Ja, da ist es schon wieder das nächste gespawnt. Und da ist schon wieder das nächste gespawnt. Ja, wie gesagt, das ist alles so eingestellt. So, ich kann euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Spiel verlassen. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie das Game eigentlich aussieht. Ja, also man muss das alles selbst zusammenbauen. Also ich meine, man hat jetzt natürlich nicht die Möglichkeiten, die ganzen Karten und so zusammenzubauen. Aber ich zeige euch mal wirklich, wie das funktioniert. Und zwar meine erstellten Karten. Mal schauen kurz. Nein, das ist es nicht. Meine Karten. Warte, Moment, da muss ich mal kurz schauen. Das ist dieses. Der Spielmodus. Entschuldigung, ich habe das Falsche gestartet. Ich zeige euch das mal. Das wird richtig heftig. Ich habe das Falsche gestartet, weil ich habe das nochmal überarbeitet, das andere. Gut, das ist richtig heftig. Ganz ehrlich, das ist richtig geil. Richtig geil, Mann. Das wird euch gefallen.
So, die Ladezeiten sind jetzt auch nicht mehr extrem so schwer. So, das sind die Gegner, die im Laufe des Spiels auf euch zukommen werden. So, ich hoffe, dass es jetzt losgeht. Ich nehme jetzt das erste auf. So, das hier zum Beispiel sind jetzt die Gegner, die auf euch zukommen werden. Die sind natürlich alle One-Shot, von daher. So, der hier zum Beispiel ist richtig mies. Der ist richtig heftig. So, da kommt dann so ein Fetti noch auf euch zu, dann kommen die noch auf euch zu. Ja, wie gesagt, das sind alle One-Shot, ne? Das ist also eingestellt, um so ein paar Punkte zu machen. Aber ich kann euch gerne mal zeigen, wie die so abgehen. Der hier zum Beispiel ist richtig heftig, da dieser Dicke. So, guck mal, der hier zum Beispiel. Alle Leute, gebt euch mal den, wie der aussieht, Mann. Bam! Wie der auf mich einschlägt. Und der macht mir keinen Schaden. Er macht mir einfach keinen Schaden. Wie gesagt, das ist kein God-Mode, ja. Das ist kein God-Mode. Die sind alle so eingestellt, dass sie keinen Schaden machen. Ja, man kann halt extrem viel hier Punkte machen und so. Einfach mal so für den Fun. Einfach mal so, um einfach mal die Aggression und so rauszulassen. Ist auf jeden Fall mal eine lustige Sache, wenn die ganzen Gegner mal auf euch zukommen. Wie gesagt, wenn ich das auf normal stellen würde, ja, also auf normales Leben, dann hätte man so gut wie gar keine Chance. Jo, alles klar. So, wie gesagt, So, ich kann euch ja nochmal zeigen, wie das Game aufgebaut ist und wie man das erstellt. Für die Leute, die noch da sind. Ja, bleibt noch bitte im Stream, dann kann ich dir genau zeigen, wie das funktioniert. Wie das aufgebaut ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das so genau seht. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Bearbeiten, da müssen wir. So, und das ganze System ist so aufgebaut. So, ihr seht jetzt erstmal hier die verschiedenen Bereiche. Ja, die sind hier die Bereiche, da der Bereich, da der Bereich. So, und dann könnt ihr später, geht ihr mal rein in den Bereich. So, hier seht ihr den Spawn von den ganzen Charakteren. Das kann man bis zu viert spielen. Hier zum Beispiel, das ist jetzt die Regeln, also die Spielregeln, wie das alles funktioniert. Hier zum Beispiel, das ist die Karte. Ja, hier zum Beispiel, das ist jetzt hier zum Beispiel die Einstellung. Das kann ich euch mal, kann ich euch gerne mal zeigen. Hier kann man zum Beispiel einstellen, ja, wie was macht, welcher Gegner wo spawnt und wie viele Gegner spawnen und das Ganze. Ja, kein Problem, wenn kannst du gerne machen. Hier zum Beispiel sind nochmal die Spielregeln. Hier sind die Spawn-Teile. Hier zum Beispiel, wer wo spawnt, was wahr ist, was falsch ist. Wie gesagt, ja, da muss man halt sehr viel Zeit investieren. Ja, das sollte jetzt aber auch wirklich schon gewesen sein. Ich glaube, die Leute erwarten mich jetzt hier in der Party. Deswegen werde ich jetzt, ja, mit dem... Ja, kannst du gerne machen. So, wie gesagt, ich beende dann jetzt auch. Bin jetzt bei 33 Minuten. So, Editor verlassen. Ja. Änderungen speichern. Möchtest du Änderungen speichern? Nein. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und euch hat es ein bisschen gefallen, so ein kleiner Eindruck. Wenn ihr wirklich wollt, dass ich noch ein bisschen mehr in die Sache reingehe. Mein Headset rauscht. Alles klar. Okay. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Wie gesagt, ja, das ist halt der Nachteil. Ich weiß nicht, was hier los ist. Mein Headset ist eigentlich aufgeladen. Ja gut, ich starte mein Headset mal ganz kurz neu. Kleinen Moment. So, ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Ja gut, ich wollte sowieso gerade beenden. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass ich mal so einen Editor so ein bisschen zeige oder so. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.